Hemmschwelle erst einmal bekommen muss. Und Cannabis macht das nicht weg. Jeder Kiffer weiß das. Servus und hallo bei Nord, another Dope Show. Ich frage mich schon länger, gell, woher das eigentlich kommt, dass du CDU und CSU so eine krasse Meinung zu Cannabis haben. Ich meine, jedes Mal kommt ja dann dieser Herr Thomasius an und erzählt seine Sicht der Dinge. Und ich frage mich immer, woher hat der das? Woher kommt denn das? Also zum einen glaube ich, ist es veraltetes wissenschaftliches Denken von ganz, ganz, ganz weit zurück, wo die Prohibition in den USA richtig Fahrt aufgenommen hat. Da kann man ja auch diese ganzen Fake-Sachen dazu. Und Auswirkungen, die eigentlich beim Alkohol angesiedelt sind, wurde dann auf Cannabis angedichtet. Gewaltbereitschaft, Vergewaltigungen, Mords und den ganzen Kram halt, was wirklich was damit zu tun hat, dass man seine Hemmschwelle erst einmal bekommen muss. Und Cannabis macht das nicht weg. Jeder Kiffer weiß das. Das andere ist, ich glaube, wir Konsumenten von früher haben da teilweise mit Schuld dran. Weil die Presse hat es uns ja vorgepredigt. Die Leute machen das, weil sie abhängig sind. Wenn du dann erwischt worden bist mit irgendeinem Schmarrn, dann hast du es halt einfach auf das Gift geschoben, aufs Kiffen. Naja, ich war da und da und dann habe ich nicht gewusst, dass man keine S-Bahn anmalen darf. Wir hatten in München mal in den 80er Jahren so ein Phänomen, dass alle Jugendlichen Graffiti gesprüht haben oder zumindest getaggt haben. Die U-Bahnen, die sahen richtig krass aus und S-Bahnen auch und die Stationen erst. Also ganz München war zugebombt, kannst du sagen, im Untergrund. Das war richtig heftig. Du musstest tatsächlich am Münchner Hauptbahnhof an der Rolltreppe einen Platz suchen, damit du da dein Tag noch hinmachen hast können. Naja, obwohl, Münchner Hauptbahnhof stimmt gar nicht da. Königsplatz war das, da unbeobachteter Aufgang, genau. Und Königsplatz war das, eine U-Bahn-Station weiter. Da war die eine Seite, die war so krass zugemalt, weil das halt ohne Kameras und weil da halt niemand war. Also haben wir da alle da getaggt, alle. Und wir haben dieses Old City da halt dann immer wörtlich genommen, haben versucht, wirklich in überall in jedem Viertel wenigstens ein paar Tags zu haben. Das war halt damals modern, so wie eine Zeit lang, weiß ich nicht, wo die Leute mit den Handys rumgelaufen sind und diese Monster da gefangen haben. Es war halt einfach modern, eine kurze Welle, ja. Und natürlich haben die Strafverfolgungsbehörden mächtig was zu tun gehabt. Und damals habe ich zum allerersten Mal Bekanntschaft mit dem 31er gemacht. Da hab mich da, ich habe in der Perlach gelebt. Wir haben in der Perlach getaggt, gesprüht und alles. Wir kommen am Abend, waren wir noch beim Bomben. Auf dem Heimweg haben wir uns noch über die Verhaftungswelle unterhalten. Da haben wir gesagt, ey, ist schon krass, oder wie kann das sein? Naja, uns kennt ja keiner. Niemand kann irgendwie auf uns kommen. Und am nächsten Tag waren es da. Weil so ein Arschloch mal aufgemacht hat. Und das müsst ihr eins wissen. Dieser Paragraph 31, wo man eine Aussage macht, die über sein eigenes Tatgeschehen hinausgeht, um eine mildere Strafe oder komplett straffrei auszugehen. Das ist so die Intention. Zählt eigentlich nicht für Sachbeschädigung oder Graffitis. Das zählt im Drogenbereich, dorthin wurde es ausgeweitet, aber eigentlich ist es Bestandteil von der Grundzeugenregelung wegen der RAF damals. Rote Armee-Fraktion, wegen dem Linksterrorismus, den es gab. Wegen diesen Leuten wurde Grundzeugenregelung eingeführt. Angewandt auf Drogis, weil man eigentlich auf die Großen wollte. Und was machen die? Verpfeifen sich gegenseitig. Und jeder versucht, die Schultern von sich zu schieben. Aber diesen Graffiti-Nummer, hey, weißt du, da hätte es mir eigentlich schon bewusst sein sollen, ich darf nicht mit meinem echten Namen auftreten und ich darf nicht an meine Leute verkaufen.
Weil einer von denen wird der Judas sein und wird mich verpfeifen. Und nicht nur einer. Am Ende sind es halt mal, ich glaube, ich komme ungefähr auf 6 Verräter. 6 Leute, die mich verraten haben und eine Graffiti-Nummer damals, das ist nur eins davon. Das ist Pille Palle gewesen, Sachbeschädigung als Jugendlicher. Mit den Drogen halt. Immer wieder. Und jedes Mal hatte dieses mich rausziehen aus dem Markt eine Auswirkung natürlich auf das Drumherum. Die ersten paar Mal war es Pille Palle, da haben sie mich rausgenommen, nichts gefunden großartig und hat jedes Mal wegen Konsum eigentlich angeklagt worden. Ja, wo dann da Bewährungsstrafen, wo nicht irgendwie groß drumherum, also immer nur Bewährungsstrafen. Und irgendwann einmal Geldbuße, weil die Gesetze sich ein bisschen geändert haben und das Ganze eh ein bisschen aufgelockert worden ist. Aber diese Verpfeiferei, die hat mir eins gelehrt. Ich habe es ja jedes Mal mitgekriegt, was die Leute dann bekommen haben. Die haben genau das Gleiche gekriegt, was sie eh gekriegt hätten. Aber es wurde behauptet, sie haben weniger bekommen, weil sie kooperativ waren. Dieselbe Scheiße. Ja, wenn ich, 8 Monate krieg auf 2 Jahre Bewährung und der andere kriegt 7 Monate auf 2 Jahre Bewährung, was hat denn dieses eine Monat auf Bewährung ihm gebracht? Nix, außer dass ich auf den einen Hass habe. Nur der Verräter-Sau ist. Ist halt nun mal so. Jeder, der einen anderen verpfeift, ist ein Verräter-Sau. Deswegen reagiere ich da komplett allergisch drauf, wenn irgendwie was im Internet einmal steht, dass irgendeiner wieder was verpfiffen hat. Wie der Imi, ja, vom Exzessiv-TV, ne? Und Hanfjournal. Dass der da aus Profilierungsgründen wahrscheinlich, ich vermute, dass das diese Gründe sind, unbedingt nach vorne gehen hat müssen und dann jemanden, der AIDS hat, hinkriegt hat, der angebaut hat. Ich hatte mit dem einmal zum Reden, hey du, das geht nicht, also stinkt, bau da mal einen Filter rein, oder weiß ich nicht irgendwie. Hintergründe weiß ich nicht genau. Mir reicht es schon, dass der Schuld dran hat, dass den einen erwischt haben und dass der vor Gericht gelandet ist. Deswegen. Berlin muss nicht sein. Muss nicht sein, hä? Was ich noch eher verstehen kann, ist, wenn einer draußen spazieren geht und er riecht und verpfeift einen. Das kann ich verstehen. Warum? Geh raus und guck, ob da irgendein ohne Gesichtsmaske laufen ist beim Einkaufen und achte auf dein Gefühl, was du dann hast, wenn du das siehst. Wenn du nicht gerade selber einer bist, der ohne Maske rumrennt, sondern wenn du einer bist, der Maske trägt. So, das Gefühl, das du hast, wenn du das siehst. Genau dasselbe Gefühl haben die Leute, wenn sie das Gras riechen, weil sie denken, das ist was Schlimmes oder irgendwie, weil der was tut, was ich nicht darf. Das ist so eine Neidgeschichte. Ja, Leute, das war's für heute. Peace out.